mal den Müll, das geht mal. Das ist gut. Genau, da sei es echt, haben wir, was Kinder angeht, haben wir echt Schwierigkeiten, definitiv. Also, einfach weil man es auch nicht so oft braucht tatsächlich. Und dann ist man nicht routiniert mit den Gerätschaften, sage ich jetzt mal. Okay. Aber da probieren wir uns immer auf den aktuellen Stand zu halten. Genau, und dann hier so das Rundum-Paket. Wir haben hier meinen Sauerstoff. Wenn die Sauerstoffsättigung im Blut nicht so gut ist, weil man zum Beispiel schwer Luft kriegt, kann man hier Sauerstoff geben. Und dann ist auch gleich unser Beatmungsbeutel drin. Zum Beispiel. Ja, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Kann man dem Patienten helfen zu atmen. Wenn er es nicht mehr alleine schafft, dann so. Genau. Dann kann man hier noch die Maske aufschrauben. Die kommt aufs Gesicht. Und dann kann man quasi ihm hier helfen, dass der Sauerstoff in die Lunge kommt. Genau. Was haben wir sonst noch so? Wir haben hier drüben noch eine Absaugung. Ihr könnt gerne rüberkommen. Eine Absaugpumpe. Kannst du auch mal rausholen. So, genau, eine Absaugpumpe. Da ist ein Behälter und wir haben hier einen Schlauch vorne drin. Damit kann man dann Sachen absaugen, wenn der Patient zum Beispiel.